Oh. Und dann musst du da einfach nur hochfahren, dann bist du im Ziel. Da habe ich schon richtig viele Tries gebraucht. Ey, sag mir jetzt nicht, dass du es. Willst du mich verarschen? Er macht das Ding first try, Digga. Jawoll! Da sind wir durch! Hallihalli, Hallöchen, meine lieben Freunde, oder ehrlich gesagt, die Freunde von Computer 46. Wir sind mal wieder am Start mit einer neuen Folge GTA Online und mit einem Formularen. Kann man das so sagen? Ja, kann man so ja, sagen. Ja, wir haben uns in der letzten Folge kurzfristig entschieden, den Nachfolger der letztgespielten Map zu nehmen, Formula One Stunt Nummer 6. Wieder von Headhunter, 9% hat diese Map. Und ja, ich bin sehr gespannt. Oh, ja. Alter, oh, das ist geil. Ganz knapp bis zur Straße nur gekommen. So, genau, 9% Headhunter wieder. Die letzte Map haben wir ja relativ zeitig beenden können, nach gerade mal 40 Minuten. Die war nur 6%. Also ich habe 56 gebraucht, weil ich am Ende dann einfach ein bisschen unfähig war. Ja, aber hast du trotzdem geschafft. Und ja, dann dachten wir uns, ach komm, ein bisschen Zeit ist ja noch, dann probieren wir doch nochmal den Nachfolger, der ist besser bewertet. Hat allerdings jetzt 11 Punkte, wie ich gesehen habe. So, wo geht's lang? Ich weiß es nicht. Okay. Alter, kommt das da alles noch? Achso, nee, das gehört da nicht mehr zu. Wieder nach oben. Wo geht das denn hier hin, Digga? Da habe ich mir mal ein bisschen nachgeholfen mit dem Boost. Alter, wo geht's überall lang? Bist du auch noch dran? Hab den ersten Punkt. Okay, ich müsste ihn auch haben. Ich bin direkt. Du musst einfach der Straße folgen und am Ende musst du dann halt. Also da kommt dann eine Rampe, wo du abspringst und dann ist gut. Oh, ich droppe gerade ein bisschen. Ah, da, alles klar. Er kommt nicht. Jawohl. Okay. Sind wir auch durch. Gut, eine Minute 30 für den ersten Punkt. Was kommt hier? Gerade fahren, alles klar. So, der erste Punkt war ja gerade super. Hey, ich krieg nicht genug Speed. Ja, ich bin direkt dran, ne? Also ich habe irgendwie Probleme hier mit dem Anfahren. Gucken wir mal, was 9% so in sich haben. Oh, wir haben auch schon 5 gemeistert. Also ja, das stimmt. Tendenziell weniger als 9. Oh. Oh mein Gott. Dann muss ich doch den Kick machen. Ich glaube, wir müssen einen Flip machen. Hä? Ich fahre diesen Punkt mal in Third Person, weil. Hä? Ich habe nicht gesehen, wo es weitergeht. Beim Gelben. Irgendwann kommt dieses doppelte Gelbe. Ja, genau, da war ich auch schon, aber irgendwann war Ende. Ich glaube, du musst auf die andere. Ja, du musst. Ich glaube, du musst auf die andere Seite flippen. Ja, nee, ey, komm. Ja, mit dem Formula geht das relativ simpel, muss man ja sagen, aber man muss natürlich erstmal sich das angucken. Okay, ja, krass. Ich hab den Flip geschafft. Okay, wie hast du es gemacht? Einfach rübergeflippt. Kurz vor dem Gelben, glaube ich, war das, habe ich rübergeflippt. Kurz vor dem Gelben. Ah ja, ich sehe es. Ah, das Gelbe kann man schon als Flip benutzen die ganze Zeit. Den nächsten Punkt. Du hast es schon? What? Für uns, ich habe den zweiten Punkt. Alter, du hast. Okay, nach dem Flip kommt nichts mehr. Diesen Flip schaffen. Dann ja, okay, gut. Geradeaus fahren noch. Alles klar. Also, aber es ist krass, du schaffst jeden Punkt vor mir, das gibt's doch nicht. Naja, außer den letzten immer. Ja, gut, naja, letztes Mal. Ey, aber hier kommen wieder so eine Bankscheiße, ey. Und gleich zwei hintereinander. Ja, er flippt nicht, er flippt rüber und geht aber nicht an die Straße. Keine Ahnung, wie du das hier so schnell hingekriegt hast. Ich probiere es jetzt aber auch nochmal vor dem Gelben, wie du gesagt hast. Okay, man braucht mehr Speed. Ne, vor dem Gelben, Ich pralle ab. Vor dem Gelben geht's gar nicht. Das gibt's doch hier schon wieder nicht. Er ist schon längst weiter und ich quäle mich hier noch rum. Ey, das kann doch nicht sein. Keine Angst, ich werde hier ein bisschen noch dran hängen, denke ich. Ja, ich brauche da auch meine Zeit. Ist ja nicht so, dass ich diese Punkte... Ja, er fällt ab, du Wichser! Fällt's einfach ab. Oh, wie schmuf. Alter, wie schmuf. Er bleibt nicht dran, Mann. Was ist das für eine Führung? Aber wie bist du geflippt? Bist du sehr flach geflippt oder bist du schon ein bisschen nach oben gesprungen? Nee, eigentlich sehr flach. Also ich bin eigentlich, habe ich mich nur gewendet quasi. Okay, ja. Na, wenn ich das beim Gelben mache, dann fällt er auf der anderen Seite einfach ab. Also der fällt einfach runter. Ich komme gar nicht dran.
Ey, das raff ich jetzt hier mal gar nicht, Digga. Wie soll das funktionieren? Guck mal, wenn ich ganz flach mache, dann ist er gerade mit seinem vorderen Heckspoiler oben am gelben stecken geblieben und ist einfach stehen geblieben. Ich ficke ihn. Mann, da hinten sieht so geil aus. Ja, lol, hier flippe ich, toll. Da gelingt mir der Flip bei dem Blauen. Direkt auf dem Blauen, den Flip hat ohne Probleme funktioniert. Ich verstehe noch nicht, aber beim Gelb klappt's nicht, weil das Gelbe zu dick ist. Es ist... Komm schon. Ah. Na, ich sag dir das, ja, was danach bleib kommt, das nicht dran. Respekt, ich bin mega begeistert. Also, das ist eine richtig gute Leistung. Wo bist du denn eigentlich? Ich habe nämlich dieses Fliegermotorrad, dann kann ich zu dir kommen. Bin immer noch beim Flip. Bist du immer noch beim Flip? Ich kann gucken, wo du flippen musst. Warte. Ja. Hä, wo ist denn der? Nee, hier ist das mit den Containern. Ah, ich fühle mich schon, das ist schon so ein bisschen unangenehm jetzt. Sorry, Bro. Nee, ich freue mich für dich, wirklich. Naja, ich kann ja auch mal eine Map. Ja, ein rasieren. Du hast die Map verdient. Achso, da bist du, da bist du. Ja. So, jetzt gucken wir mal. Er fällt einfach ab. Du flippst zu früh. Wie zu früh? Ja, du flippst zu früh. Wo muss ich denn? Ja, du musst später flippen. Okay. Warte, ich versuch dir das zu sagen. Ja, stell dich da einfach hin irgendwo. Kannst in der Luft stehen bleiben. Ja, ich versuch's. Also fahren wir dann erstmal. Wir probieren das mal ein bisschen. Ich muss jetzt auch mal abschätzen, wie das klappen könnte. Eh, später, sagst du. Ja. Das war auch noch zu früh. Immer noch zu früh, krass. Aber ich glaube, ja, aber da könnte es auch schon gehen. Ja, da probierst du die ganze Zeit, aber. Hier musst du gucken, hier fängt er dann doppelt an. Ja, guck mal, hier ist ein Knick. Ich weiß nicht, ob du mich siehst während der Fahrt, wahrscheinlich nicht, aber da ist ein Knick. Mhm. Und du musst, da wo der Knick kommt, musst du versuchen zu flippen, glaube ich. Ja, das probiere ich die ganze Zeit, aber er fällt entweder mit zwei Reifen ab oder mit einem oder... Sehr, wo der Knick ist, da wo das Doppelte anfängt von dem normalen Gelben. Ja, du musst... Genau hier, so. Ja, ein bisschen später noch. Aber das passiert auch jedes dritte Mal. Ja, bleibt nicht. Er überdreht sich. Er ist dranne, dann kriegt das Hinterrad noch so einen kleinen Stoß und dann überdreht er sich. Unrettbar. Richtig schade. Hm. Ah ja, kann ich ein bisschen chillen. Entspanntes Leben gerade für mich jetzt. Es ist unfassbar. Aber Respekt an den Dennis, der hat das hier ganz solide gemacht. Also wirklich Wahnsinn. Ich bin mir gerade nicht... Jawohl, das erste Mal jetzt. Nicht ein bisschen. Einfach geradeaus, es ist einfach geradeaus fahren und dann musst du einfach eigentlich raus und dann hast du den Punkt. Endlich, Digga. Hat ja nur 19 Minuten gedauert, das ist ja Wahnsinn. So, da musst du jetzt rüber, einfach über die beiden. Siehst du mich hier links? Hallo, ja, hi. So, was jetzt? Nur hoch? Ja, du, das ist immer so ein Wechsel, aber du kannst geradeaus eigentlich und dann, genau, einfach immer so, genau. Alter Schwede. Nee. Ja, da musst du ein bisschen Geschwindigkeit, da habe ich auch so dreimal oder so verkackt bei dem. Ja, alles super, das geht. Aber wirklich, das was jetzt kommt, ist alles nicht mehr so schwer, also das Schwerste war... Ja, ich bin mal gespannt, wie lange ich jetzt brauche. Also ich will, unter einer halben Stunde will ich da sein. Ja, das schaffst du locker. Also, und das letzte ist auch noch ein bisschen knifflig, da diesen Sprung. Das musst du halt gut timen. Ja, schau ich dann. Und eine Stelle kommt noch, das kommt beim nächsten Punkt. Da musst du das mit dem Flip hinkriegen. Naja, also nicht mit dem Flip, mit der Drehung. Und dass man unter der Straße wieder, also das ist, wie wir es schon mal hatten, das siehst du dann, das ist richtig. Bleh. Aber es geht. Ja, das er machen wendet sie sich nicht. Das machen sie gut, ja. Okay, gib mir nochmal ein paar Tries hier. Naja, ich denke, so 2 Minuten, dann wirst du es haben. Ah, nee. Aber du hast auf jeden Fall nicht so Probleme bei den Bänken wie ich. Also, ich bin da immer aussortiert worden. Die Bänke, die gehen eigentlich. Ach, du Wichser. Lol, zu viel Speed.
Ja, er dreht sich 90 Grad oder was? So ein Ficker. Ich runterrutschen. Bitte, bitte, bitte. Ja? Na siehst du, da hat das doch. Jetzt verkack's bitte nicht. So. Lol, ich hab genauso habe ich auch den Punkt ja, bekommen. Ich, hab ich bin auch dann am Ende so komisch hochgefahren und. Wo muss man hier schön wenden? Ja. Ja, gut, ich war nicht in der Ego. Okay, komm. Ah, bei dem Punkt habe ich mich auch ein bisschen aufgehalten. Da muss genau das ist so, da musst du versuchen, die Führung da unten zu kriegen mit den Speeds und dann musst du unter jo, der, genau. Wie er mich aussetzt. Unter der Planke musst du fahren. Unter wo? Wo drunter? Unter der Leitplanke. Okay. Ja, ich ach so, ja, gut, okay, na gut. Wenn du drüber fährst, dann kommst ja, du ja, ja. Ich das ist nicht viel. Nee, das geht. Das war wirklich, da habe ich also da hatte ich wirklich am Anfang Probleme mit der Führung, mit den Speeds. Mhm. Das hat bei mir irgendwie nicht hingehauen. Ich weiß auch nicht warum, aber das ja, danach hast du es eigentlich geschafft. Dann musst du nur noch diesen einen Sprung da schaffen, bei dem ich am Ende noch 3 Minuten gebraucht habe oder so und dann okay, aber mehr ist es nicht, ne? Dann muss nur einmal drauf kommen. Problem ist halt wieder, nach dieser Wende sieht man wieder so viel. Deine halbe Stunde Challenge kannst du noch schaffen. Ja, ah, schade. Er setzt mich nicht dran, Alter, wirklich. Muss ich schon sagen, das hat mir sehr gefallen. Die Map war sehr cool, sehr kurz und knackig. Ja, jetzt dann musst du ein bisschen. Oh, wie soll das gehen? Das ist zu eng, Alter. Geht. Ja! Ach nee, ey. Ja, bleib. Ah! Da komm ich so perfekt dran, dann fällt der da einfach runter. Mann! Die Scheiße da, dieses Tor! Ja, aber man kriegt da schnell ein Gefühl für, oder? Also es ja, dauert ein paar Sekunden oder ein paar Minuten, aber dann hat man es eigentlich relativ schnell drin. Hey, wie er mich wieder absetzt, das ist so eine Frechheit. Ja, manchmal haut es mit der Führung da irgendwie nicht hin, das hatte ich auch ganz oft. Jetzt kommt, das wird's. Oh. Ich hab nicht mal eine halbe, Junge, du hast einfach. Ich brauch mehr als doppelt so lange wie du. Das ist echt schon richtig peinlich. Ist doch nicht peinlich, das ist halt einfach. Er fällt ab! Er fällt ab! Ich leugne nicht, dass es auch Luck gewesen sein kann mit dem Flip, ne? Also, ja, dass aber ich den halt Strike geschafft habe und. Ja, aber auch hier die Punkte, die hast du schneller geschafft. Also. Es ist wirklich. Heute ist der Wagen nicht mit mir. Also wirklich nicht. Jetzt komm hier einmal fahren. Er bleibt stecken! Wieso fährst du denn da mal gegen? Ja, Digga, laber ich dich zu, Alter. Oh. Du kleiner Napp, Junge. Ja, er bleibt schon wieder stecken, ne? Lol, er lenkt es. Du noch schaffst, Digga. Ja, er lenkt Sprung und dann schaffst du es fast noch. Ja, ja. Junge, du fällst. Digga, wie du straight ins Wasser gedroppt bist, aber mit voller Karacho. Ja, nee, keine Ahnung. Zu geil, zu geil. Rabbensee ist sehr schön. Sag mir nicht, dass du rübergeflogen bist. Nee, ich hab's geschafft. Ich hab keine Ahnung gehabt, wo ich jetzt, so. Jetzt, Tipp, fahr ganz zurück. Wo ganz muss ich zurück überhaupt und lang? Dann Vollspeed und den Boost aktivieren, sonst schaffst du den Sprung übers Wasser nicht. Ah, lol, okay, ja. Und jetzt mit. Lol, du bist so ein. Ey, ist das dein Ernst? Ja. So, jetzt mit Boost und dann müsstest du es schaffen. Ja, sehr gut. Dann ist es 2 Punkte einsammeln und dann.
musst du hier, das sind zwei Speeds, die schießen dich hoch und dann musst du versuchen, da hinten auf diese weiße Rampe zu landen. Oh. Und dann musst du da einfach nur hochfahren, dann bist du im Ziel. Da habe ich richtig viele Tries gebraucht. Ey, sag mir jetzt nicht, dass du es. Willst du mich verarschen? Er macht das Ding first try, Digga. Jawoll! Da sind wir durch! Ey, Junge. Ey, easy, so eine Sprünge sind doch mein Ding. Ja, nicht ganz 30 Minuten. Ich hab's gesagt. Mit Ansage hab ich gesagt in der Aufnahme, dass du machst das Ding first try. Sowas kannst du gut. Ja, easy, sowas hab ich gemacht. Der eine Punkt hat mich echt weggeschissen, ey, ohne Scheiß. Dennis hat die Map richtig gut gemacht, gibt auf jeden Fall dafür schon mal einen Daumen nach oben. Und ja, schaut doch gerne auch nächstes Mal wieder vorbei, wenn es wieder heißt Custom Map Renaction in GTA Online. Ich danke euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.